Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom FIFA 16 Karrieremodus mit Liverpool. Wir spielen heute gegen Arsenal. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Lasst gerne dafür ein Däumchen oben da, das wäre richtig cool. Und dann starten wir jetzt mal in die Partie. So, los geht es. Leider im Regen mal wieder. Habe ich nicht dran gedacht, das noch zu ändern. Aber soll auch kein Problem hier darstellen. Und dann geht's los. Bisschen offensiver. Und schauen mal, wie das mit Aubameyang hier ist. Hier muss ich natürlich jetzt aufpassen bei dem Schiedsrichter. Der scheint irgendwie alles Mögliche zu pfeifen. Super. Benteke. Aubameyang. Erstmal reingesweatet, um hier einen sicheren Start zu haben. Hier Emerick. Aubameyang freut sich natürlich hier sehr über das Tor. Sehr schön. Super rübergelegt. Dann ist er auf der anderen Seite da. Perfekt. Der Keeper hatte überhaupt keine Chance. Peter Cech absolut chancenlos. Rübergelegt, reingemacht. Aubameyang mit dem 1:0. Sehr gut. Boah, gerade noch so abgelenkt. Schade. Wollte aufs lange Eck spielen. Hätte ich vielleicht mal aufs kurze geschossen, wäre wahrscheinlich drin gewesen. Mir fällt ein, dass ich noch gar nicht die Rückennummer bearbeitet habe von Aubameyang. Weiß ich noch gar nicht, welche Nummer ich ihm da geben soll. Vorschläge gerne dazu in die Comments. Oh. Des Weiteren habe ich noch eine Anfrage für einen weiteren oder für einen anderen Keeper gestellt. Nämlich für Perin von Genua. Und da bin ich mal gespannt, ob und wie hoch der Preis wird. Weil einen zweiten Keeper mit hohem Potenzial, es wäre definitiv nicht verkehrt. Was ist jetzt da los? Da kann ich ja überhaupt nichts dafür, oder was? Naja, was willst du machen? Abgewehrt. Super. Und auch noch bekommen. Ich wollte sagen, auch noch bekommen. Aber es wäre ein Traum gewesen, wenn das mal passiert würde. Dann will ich immer nur den Ball da verlieren. Ja, richtig. Was? Alter Schwede. Ja, er steht da hinten. Pfumm. Und das Ding ist drin. Es war sogar eigentlich auf Mann geschossen, oder wie? Alles klar. 1:1. Schöner Ausgleich. Oh, Aubameyang. Kommt da nicht ran. Ah, da war halt auch ein bisschen lang. Der Aubameyang. Oh, es reimt sich hier. Sehr schön. Zack. Aubameyang mit dem 2:1. So geht das. Richtig schön die Lücke da gesehen. Abgespielt. Nicht sofort weitergeleitet. Und dann in der Mitte, da ist der Platz. Boom. Das 2:1. So, mal gucken, ob wir jetzt wieder gleich einen reinkriegen. Zwei Tore heute dreht Aubameyang komplett auf. Und auch komplett durch. Krasser Shit. Der Mesut Özil, ja, spielt da den Pass, aber der wird jetzt auch abgepfiffen. 4:4 Schüsse, 2:3 aufs Tor. Was jetzt ja gar nicht mal so schlecht ist. Bei uns Passgenauigkeit gar nicht so gut. Wir haben einfach extrem damit zu kämpfen, dass die Pässe so extrem beschissen laufen, ne? Ja, bevor ich den Ball auch nur annähernd spielen kann. Abgewehrt, meine Güte. Oh, 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 oh. Özil ärgert sich ein bisschen, jetzt gibt's hier die Ecke. Alexis Sanchez, wohin ballert er das Ding? 23 steht da echt gefährlich. Und weg mit der Pille. Origi, Origi. Auf Henderson. Da kannst du wenig machen. Okay, der ist weg. Alter Schwede. 1:2. Richtig knappes Ding.
Und wieder einmal fallen die übereinander her hier. Premier League ist interessant. Zumindest was diese Schiri-Entscheidung teilweise angeht. Hier ist aber schon auch zweimal gelb gesehen. Mann. Aubameyang. Aber er hat heute gut getroffen. Das war schon mal nicht verkehrt. Ich werde bekloppt im Kopf. Also da, ich weiß nicht, was im Kopf von Peter Cech da gerade los war. Aber ich weiß auch nicht, was da mit Aubameyang los war. Den hätte er reinmachen müssen. Der war ja sowas von geschenkt. Der war einfach geschenkt. Oh, Freistoß, okay. Das kann ich doch nicht, Mann. Ich kann's doch nicht. Oh! Was? 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 War der jetzt? Ja, der war drin! Der war drin! Mauersegler! Da war ja nicht mal perfekt geschlagen. Der war nicht mal perfekt geschlagen. Trotzdem ist das Ding drin. Tor! Wiederholung? Jetzt wurde uns die Wiederholung geklaut, aber okay. Ja, Dreierpack, ne? Schöner Hattrick von Aubameyang hier zum Auftakt. Freistoßtor. Spielclip wurde aufgenommen. Okay, sehr schön. 5 Schüsse, 3 Tore heute bei ihm. Das war definitiv sehr krass. So, haben wir jetzt hier die Anfrage. 39,5. Klingt schon ein bisschen nach Fieber wieder. Wir gehen mal auf 25 runter und gucken, was die dazu sagen. Transferangebot. Laie. Ja, warum nicht? Inakzeptabel. Gehen wir mal 5 hoch. Jetzt haben wir 30. So, das heißt, das nächste Match ist hier gegen West Ham. Das ist sogar zu Hause für uns. Ja. Können wir mal laufen lassen. Simulieren wir einfach mal. Hm? Simulieren wir das. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier läuft. Hauptsache keine argen Verletzungen oder sonst irgendwas. Ich sollte es vielleicht auch nicht zu laut sagen. Dann passiert es nachher noch. Aktuell passiert ja erstmal rein gar nichts gegen West Ham. Wir sind zu Hause. Wir haben eigentlich ein gutes Team. Aubameyang könnte heute mal wieder treffen. Aktuell passiert nichts. Ausgewechselt. Okay. Payet schießt das Tor. Super für unseren Gegner. Nicht gut für uns. Hier ist mir einfach mal gar nichts passiert. Einfach mal gar nichts. Das langweiligste Match aller Zeiten. Dafür haben die Leute Geld ausgegeben. Das ist mal super. Nachricht keine. Würde gerne Perrin noch kriegen. Inakzeptabel. Ach, kommt schon. Gehen wir noch 1 Million hoch. Probieren wir es mal hier so. 5 Millionen wenigstens runter, ey. Das kann doch echt nicht sein. Wir müssen ihn jetzt auch noch verpflichten, ne? Also ihn auch noch sagen. Hier, zack. Akzeptieren, okay. 120 sehe ich da schon mal nicht, dass das funktioniert. Essentieller Stammspieler. Transferangebot. 2-Jahres-Leihe. Ja, gut. Dann mal viel Spaß bei dem Verein. 2 Jahre lang. Abgelehnt. Also der kriegt richtig viel mehr Geld, ne? Aber weil wir halt so ein krasser Verein sind, meinen die halt immer krass was oben drauf hauen zu müssen. Akzeptiert, okay. Annehmen. Damit haben wir noch 25 Millionen und 146.000 Gehaltsbudget. Die wir im Winter nochmal verbraten können. So, die letzten Minuten, dann ist sie auch vorbei. Tottenham Hotspur verhandelt mit Olympique Lyon über Lacazette-Wechsel. Na. Aber da ist jetzt auch nichts mehr passiert. Abgelaufen, sehr gut. Das heißt, wir ändern mal hier kurz die Aufstellung. Bringen Mignolet auf die Bank. Bogdan raus, Perrin rein. Wir haben auch noch Ings hier auf der Bank.
Auch nicht verkehrt. Aber Origi ist noch ein Ticken jünger. Und dann können wir hier nochmal trainieren. Und wir können danach den Teambericht uns anschauen. So, wir trainieren jetzt die beiden, Mbolo und Emre Can. Und gucken. Oh, sieht nicht so gut aus. Aber Emre Can hat nur zugelegt auf eine 76 hoch. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Er hat ein B und ein A und ein D. Also, ja, ist okay. Training ist da recht gut verlaufen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf den Teambericht. Gucken mal, wie es sich da ausschaut. 34,5 gekommen. Mattia Perin. Süle verbessert sich auch. Den wollte ich auch noch ein bisschen trainieren. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Emre Can schon plus 2. Sehr gut. Mbolo plus 1. Coutinho. Fühlt sich bedroht. Wahl bedroht. Okay. Dürftig und glücklich. Aha. Also so sieht es sonst eigentlich ganz gut aus. Und Henderson hat nochmal zugelegt. Plus 1. Super. Super Henderson. Alana. Origi. Hype. Flanagan, ja, okay. Sieht eigentlich ganz okay aus. Und dann haben wir natürlich noch ein paar junge Spieler, die jetzt bei uns kaum an Zug oder zum Zug kommen werden. Aber wir haben ja einiges auch verliehen. So, AC Milan hat ja Mario Balotelli ausgeliehen. Der kommt auch noch wieder zurück. Aber ich weiß nicht, ob wir Balotelli wirklich danach noch behalten wollen. Weil ich jetzt nicht unbedingt der Balotelli-Fan bin. Aber okay, wir können hier gleich nochmal wieder trainieren und danach geht es in der nächsten Folge. Das heißt Training erstmal hier. So, Aib und Emre Can hier am Trainieren. Gucken wir, was bei denen rauskommt. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und boom! CBDFD. Ja, okay. Mit dem B hat er sich auf jeden Fall gut was getan. Aib trainiert und wird besser. Das nächste Spiel. Das wird schwierig. Lalana fällt 4 Wochen aus. Ellbogenfraktur. Nicht gut. Presse. Verunsichern wir einfach unseren Gegner. So, aktuell ist aus England, das wissen wir. Gucken wir uns mal kurz die Tabelle an. Wir sind dort auf Platz 4. Manchester United Platz 14, bisher noch nicht so gut reingekommen. 4 Punkte aktuell. Ja, da gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal läuft. Ich bin auf jeden Fall fett gespannt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne lasst den Daumen nach oben da. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut.